Liebe Freunde, liebe Familie, liebe Kinder, heute möchte ich sprechen über die Sünde des Ansehens der Person. Ist es überhaupt eine Sünde? Aber Jakobus sagt es so, ich lese es in Kapitel 2. So ihr aber die Person anseht, tut ihr Sünde und werdet überführt vom Gesetz als Übertreter. Was heißt es, eine Person ansehen? Wisst ihr, wenn jemand für mich eine große Person ist, irgendwie kann ich die vielleicht brauchen und ich komme zu ihr schon ganz anders, viel höflicher als zu allen anderen. Ich bringe so viel entgegen diese Person und bin bereit, Geschenke zu machen und so weiter. Es kann vielleicht auch eine sehr ausgebildete Person sein oder jemand von der Regierung oder von wo auch immer. Und Jakobus beschreibt es so interessant, also von Anfang vom zweiten Kapitel. Liebe Brüder, haltet nicht dafür, dass der Glaube an Jesus Christus, unseren Herrn, der herrliche Ansehen der Person leide. Denn so in eurer Versammlung käme ein Mann mit einem goldenen Ringe, mit einem herrlichen Kleider, und es käme aber auch ein Armer in unsauberer Kleider. Und ihr seht auf den, der herrliche Kleider trägt, und sprecht zu ihm, setze du dich her aufs Beste. Und spreche zum Armen, steh du dort, oder setze doch zu meinen Füßen. Ist recht, dass ihr solchen Unterschied bei euch selbst macht und richtet nach argen Gedanken. Er sagt auch später, ja, jede Sünde ist groß. Wenn jemand tötet oder Ehe bricht oder noch was, ist große Sünde. Aber auch wenn ihr jemand diese Ehre so antut, diese Ehre mehr als einem anderen, ja, so wie das in dem Fall mit dem Reichen, also viel mehr, weil er reich ist, nicht weil er gut ist. Aber weil er so aussieht, dann gibst du ihm viel mehr Ehre als einem Armen. Und sagt, warum? Er tut Sünde. Das ist für mich schon also irgendwie ein starkes Wort. Oder er sagt auch weiter, was hilft's, liebe Brüder, so jemand sagt, ich habe den Glauben und hat doch nicht die Werke. Er hat Glauben, aber tut jetzt Ansehen der Person. Er sagt, es hilft nicht. Es müsste Glaube sein und auch die Werke. Ich weiß nicht, für mich ist es immer so stark oder so gerade, wenn ich sehe, wenn es Propaganda geführt wird. Ich komme selber von einem Land, bei uns war Atheismus jenes Mal in der Schule, an der Hochschule. Überall hat man auch dieses Fach sogar gehabt, ja. Und man hat gesprochen, manchmal hat man die Leute, die gläubig waren, ausgelacht. Die wurden irgendwie blöd dargestellt, immer wieder. Und es hat schon viele beeinflusst. Es waren viele Leute Atheisten geworden, ja, weil sie es so gehört haben. Besonders interessant in weißen Häusern. Da haben sie nur dieses Propaganda gehabt. In Familien ist doch immer mehr irgendwo auch geistliche Sachen durchgedrungen. Aber so in einem weißen Heim, da war nur das, was also die Regierung gebracht hat. Oder wenn im Zweiten Weltkrieg, wenn ich denke, ich liebe so meine Leute hier in dem Schwäbischen, wo ich lebe. Ich habe 10 Jahre bei der Firma Kerker gearbeitet. Das sind wunderbare Menschen. Ich habe gedacht, wie konnte man sie im Zweiten Weltkrieg bewegen in diesen verbrecherischen Krieg jenes Mal? Wieso? Aber dann kommt schon drauf, da war doch Propaganda. Da war doch so viel gesprochen von Fernsehen, von den ganzen Sprachröhren, die jenes Mal waren. Also es war so viel gesprochen, dass die Leute hin einfach diese Propaganda geglaubt. Und man glaubt, was die Mehrheit macht. Aber die Mehrheit ist oft nicht das Richtige. Weil das Wort Gottes, das wir lesen auch in der Bibel, das ist der Maßstab. Hier in der Bibel entdecken wir eigentlich eine Linie, die manchmal ganz anders ist als die, die man in der Welt spricht. Diese Wahrheit vom Wort Gottes, um sie zu verstehen, die muss man lesen. Und manchmal stehst du vielleicht in deinem Betrieb oder wo auch immer ganz alleine. Du verstehst, du machst mit einer Ungerechtigkeit, machst du nicht mit. Und sagst, ich kann es nicht machen, ich gehe da nicht mit. Oder vielleicht auch woanders, du bist ganz alleine. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir dann verstehen, also, dass wir ein bisschen handeln nach dem Wort Gottes. Und dieses auch mit dem Ansehen der Person. Wir sind schon, also einen Chef in der Firma muss man schon als Chef halten. Der ist dazu hier auch gestellt. Oder auch andere Leute, dass wir also einfach auch mit dieser Ehrerbietung kommen. Aber stellt euch vor, in der Gemeinde, wo alle gleich sind, wo der Herr alle erlöst hat mit seinem Blut.
und sie gleichgestellt. Und hier fängt es auch vielleicht an, dass jemand ist besser, jemand ist so anders, zu dem bin ich so und zu dem anderen bin ich nicht so, zu diesem bin ich gut, zu anderen bin ich schlecht. Und dann sagt Apostel Jakobus, wer Ansehen der Person tut, der tut Sünde. Wir müssen hier gleich sein. Und wenn ich das merke, weil man tendiert vielleicht jemand, der jetzt ein bisschen besser ausgebildet ist oder ein bisschen mehr ja, ordentlich ist, ihm dann viel mehr zu schätzen, ihm viel mehr Anerkennung schenken. Aber man muss immer glauben an den Vers, was das Wort Gottes uns sagt. Also hat Gott die Welt geliebt, auf dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Deswegen müssen wir alle Menschen lieben und gleich lieben. Möge der Herr uns dazu Gnade geben. Danke, Jesu, für das gute Wort, das wir in der Bibel lesen. Amen.